Hey ho, meine Lieben, ich habe hier was Schönes. Ein schönes T-Bone Steak. Das habe ich mit Thymian und Rosmarin. Ach, ich merke mir das nie. Getrocknet, schön eingepudert. Und das mache ich mir heute nicht in der Küche. Nein. Ich schnapp mir hier den S-Bit Klappgrill, den ich zu Weihnachten bekommen habe, hock mich ins Auto und fahr aus. Genau, das machen wir jetzt. Und dazu einfach bloß eine Scheibe oder zwei Scheiben Brot und fertig. Attacke! Schön mit Rosmarin und Thymian getrocknet. Ja, eingestreut. Und so darf es noch ein bisschen ruhen, bis ich fahre. So, Freunde, ich bin da an dem Plätzchen, wo ich ja eigentlich dann auch relativ immer hin kann, rein theoretisch. Und ja, wo das ist, verrate ich nicht, außer dass hier mein Anhängerchen steht. Momentan recht windig ist es auch hier, aber da kommt dann auch wieder ein Wohnwagen rein und dann werde ich den Anhänger eventuell dann da hinten ins Eck pferchen. Und dann weiß ich nicht, wie es dann aussieht. Aber jetzt ja, baue ich hier mal diesen kleinen S-Bit Klappgrill auf. Ja, und dann wird angefeuert und gegrillt. Endlich mal wieder auf Kohle. Also wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, muss ich mir auf alle Fälle was einfallen lassen, dass ich nicht allzu viel mitnehme. Weil das ist ja furchtbar. Jo, dann schauen wir uns den Klappgrill nochmal an. Mann, das ist glaube ich dann die Unterseite. Kohlenbeutel, wo man Kohle rein tun kann. Gut. Oh, wenn es bloß nicht so windig wäre hier. Habe ich halt bloß solche Anzünder gerade. Mein kleiner Anzündkamin ist bei meinen Eltern. Den werde ich mir wiederholen müssen. So, und jetzt weiß ich schon, was ich nicht mitgenommen habe. Das wären Handschuhe. Und eine Tüte nachher für den Müll. Oh Mann, ich ahne heute Furchtbares. Blutzwind. Memo an mich, was auch nicht verkehrt wäre, eine kleine Kohlenzange für unterwegs sich organisieren. Wird die ganze Sache vielleicht auch etwas einfacher machen. Aber jetzt schauen wir erstmal, dass die Kohlen alle fertig, ja, schön glühen. Ordentlich durchglühen, weil vorher brauche ich gar nicht anfangen. Ein bisschen anbleiben würde. Ich werde wahnsinnig. Nein, keine gute Idee heute. Naja, gleich ist es soweit und tja, man muss sich bloß zu helfen wissen. Dann hat man auch ein kleines Tischchen, wo man nachher das Steak schneiden kann. Jawohl. Mm. So, ich glaube, das könnte ausreichen.
war doch noch was dabei, dass ich mir nicht die Finger verbrenne. Schrauben sind da auch noch drin. Tja, dann wollen wir mal. Ja, die Fläche sollte gerade so ausreichen. Ansonsten kann ich ja noch die Kohlen verrutschen. Ist das nicht ein Prachtlümmel vom, ne, wo haben wir es denn hier? Vom deutschen Jungbullen. Ups, drauf mit dir. Tja, reicht gerade so aus. Sodale, sodale. Schaue ich mir das Teil mal von unten an. Na ja, größer rum muss es noch bekommen, definitiv. Aber es wird. Oh, jetzt wölbt sich das ganz schön nach oben. Schauen wir mal, dass wir es einmal umdrehen. Oder ruck. Ja. Also zweimal wenden oder so. Ihr wisst ja, ich mag auch mein Rindfleisch ja meistens eher mehr durch als zu wenig. Ja. Und deswegen ist mir das jetzt auch alles völlig bumpel. Und ich gucke auch nicht auf die Kerntemperatur. Ja, ganz genau. Ja, hier ist auch noch. Puh, das ist. Drehen wir so rum. Tu mal hier die Kohle noch ein bisschen rausziehen, die eine und die andere. Gut riechen tut es auf alle Fälle. Ja, fast. Oh, mir läuft der Sabber schon im Mund zusammen. Geil. So, Freunde. Ich würde sagen, das ist genug der Röstaromen. So kann man es gut sehen. Das reicht ja. Und dann tun wir mal anschneiden, essen, mampfen, futtern. Ruhe, Handy. So. Schneiden wir mal den Filetanteil raus. Knochen. Leute, mir frieren hier die Finger ab. Das ist unglaublich. So. Ein bisschen Steakpfeffer drüber. Da habe ich mir den vom Klaus mitgenommen. Auch wenn einige den Klaus absolut nicht mögen. Das ist mir wurscht, das Zeug ist gut. Da ist nämlich auch Salz mit drin. Das passt perfekt. So. Jetzt Handy gibt er Ruhe. Ja, so ganz leicht. Innen rosa ist es noch. Und ja, ab in den Hals. Ja, Leute, ich hoffe, ihr genießt das Video. Weil ehrlich gesagt, solange es so arschkalt ist, da sieht man jetzt den rosa Kern ganz gut. War es das mit dem außerhalb Video? Gleich noch ein Schüttel Brot dazu. Weil, boah,
Nee, das ist mir einfach zu kalt, weil ich hier auch keine Möglichkeit habe, mich zwischendurch aufzuwärmen. Es ist einfach kacke. Mm. Das ist halt was ganz was anderes, wenn es auf der Glut gegrillt wird. Das gebe ich ja ganz offen und ehrlich zu. Aber Leute, was soll ich im Moment machen? Es ist halt so. Und jetzt stehe ich nämlich dann vor dem nächsten Problem. Lösche ich jetzt die Kohlen mit Wasser ab. Ich habe mir extra eine Pulle mit Wasser mitgenommen. Oder warte ich noch eine Stunde und friere meinen Arsch ab, bis die komplett weggeglüht sind. Tja. Einsam und verlassen mitten in der Botanik, sozusagen. Aber wenigstens bleibt das Zeug jetzt alles mir. Oh Mann, Leute, ich hätte vorher zu Hause nicht noch ein Brot essen sollen. So, und das große war ja, glaube ich, der Rostbeef-Anteil. Ja, einfach lecker. Gut, das war's dann mit meinem kleinen T-Bone Steak Grill Video. Tja, was soll ich sonst sagen? Lustig war's, arschkalt war's und ich hoffe, euch hat's wenigstens gefallen. Däumchen nach oben würde mich freuen, Abo, nettes Kommentar und schauen wir mal, wann wir das nächste Mal oder wann ich das nächste Mal rausfahre. Ob es dann mit dem Fahrradl ist, da muss ich mir sowieso noch ein bisschen was überlegen, dass ich nicht zu viel Kusch mitschleife. Ups. Und ansonsten, ja, Freunde, bis zum nächsten Mal. Tschaikowski.